Ja, schon krass, wie leer die Stauseen sind. Auch hier, das sollte alles Wasser sein, im Vordergrund. Da hinten die Staumauer. Diese Pfützen sind noch übrig. Ich glaube, wir kommen gar nicht ans Wasser. Aber einen schönen Platz haben wir gefunden. Weiter, da stören wir nur die Vogelwelt. Ans Wasser kommen wir da nicht. Schade. Zurück zum Platz. Die Lotti hat wieder einen Ball selbst gefunden. Ist das schön. Guten Morgen. Lotti, guten Morgen, ein Ball hat die Lotti, die Lotti hat wieder einen Ball. Jo, Mäusle, ah, ist das schön, heute ist wieder warm. Unser Platz. Natürlich allein. Nicht erschrecken, die toten Augen von, ja, einer Art Garnele. Hier die Ausbeute, ja, ist schon gar nicht mehr so bewusst. Aber das macht natürlich einen Preisunterschied aus, ob ich diese Dinger selber pule oder fertig kaufe. Morgenrunde. Ja, Lotti hat wieder einen Ball. Lotti, gib mir deinen Ball. Aus, aus, aus. Ja, ich muss immer schauen, dass Lotti den Ball auch erwischt. Ja, hier ist der traurige Rest vom See. Ich glaube, wir kommen gar nicht ans Wasser. Naja, jetzt laufen wir mal ein Stück. Nee. Wenn überhaupt, kommen wir, denke ich, bei der Staumauer ans Wasser. Naja, dann halt kein Wasser. Ist schon traurig. Ja, vielleicht noch eine Pfütze hier unten. Alles trocken. Und das am 8. oder 9. April. Ja, seit Tagen. Sonne. Gestern 28, heute sollen es 29, oder nee, heute auch nochmal 28. Boah, schaut mal, die Blumenpracht. Schon schön. Ja, richtig knackig. Da sucht man den Schatten. Nachts gehen die Temperaturen schon noch runter. Alleine. In diesem Wäldchen da oben noch keinen Menschen gesehen. Ja, See ohne Wasser verliert seinen Reiz. Einfach krass. Der Sonne entgegen. Ah, Lotti, wo ist dein Ball? Wo ist dein Ball, Lotti? Ach, da, alles gut. Das wird heiß heute. Hallo. Ja, wir sind erst mal weg, so aus der Tourismusgegend. Wir sind jetzt eher so im
Kernland Richtung Beja unterwegs. Ja, und hier ist es wieder richtig entspannt. Menschenleer, und das ist auch ein Problem in dieser Gegend, die Ungläubigen sind weg. Alles sehr, sehr trocken. Oh, hier geht ein Weg, vielleicht kommen wir doch noch ein bisschen näher ans Wasser. Wir geben noch nicht auf. Okay, bis später. Ja, auch wenn man jetzt vielleicht gerade keinen sieht, viele Vögel hier noch, Störche, Turteltauben sind in Hochform momentan. Ja, Vögel, die ich nicht kenne. Gestern Kohlgrabe. Aber die haben sie einfach auch noch ihre Ruhe und doch noch ein paar Insekten, denke ich. Schwalben. Es ist schön, endlich mal wieder so viele Schwalben zu sehen. Aber wenn die Trockenheit so anhält, schlechte Karten. Ja, vielleicht kommen wir doch noch ins Wasser. Lotti! Mann, wir sind auf dem Grund des Sees. Des gedachten Sees. Da hinten. Die Messstation. Naja, ich weiß nicht. Muss mal gucken, ob es da einen Weg gibt. Sonst gehen wir da nicht runter. Lotti hier. Lotti, ich pack mich schon am Wasser. Wir turnen immer noch hier rum. Na komm. Ist das cool. Lotti ist im Wasser. Lotti ist im Wasser. Auf dem Grunde des Sees. Ist das fein? Das ist unser Badeplatz. Na also, hat sich doch gelohnt. Ist das cool. Maja, ist das schön. Lotti, wo ist dein Ball? Ah, da muss ich jetzt auch mal rein. Hast du mir den Ball? Gibst du mir? Komm, aus, 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 aus. Ja, nicht ganz Trinkwasserqualität. Jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Komm, Lotti. Ja, ich glaube, am glücklichsten ist Maja, wenn sie mir zeigen kann, wo unser Platz ist. Ich sage dann ja, wo ist denn unser Auto? Ja, und dann zeigt sie mir einfach den Weg. Und ist dann richtig stolz. Jetzt Lotti, ja, sie will halt spielen. Also schon ein krasser Unterschied. Zurück. Und wir scheinen immer noch alleine zu sein.
Ja, ich lebe meistens nicht auf Luxusniveau, aber ich habe mir was gegönnt. Und zwar habe ich mir gestern Scampis geholt, die musste ich natürlich selber schälen, deshalb, ich würde sagen, ein Fünftel von dem Preis, was du in Deutschland bezahlen würdest. Ja, Limette, gute Gewürze, gutes Olivenöl aus Portugal, Pilze, italienische Kräuter. Dazu gibt's ein Butterbrot. Ja, Milch gibt's auch noch. Ja, und für dieses Essen würde ich im Lokal, also für die Viertelmenge, was da drin ist, ja, 30, 35 Euro bezahlen. Aber hier, also wenn man die Sache noch selber poolt, nur in Deutschland bekommt man solche Ware ja gar nicht mehr, dann kann man sich auch sowas leisten. Guten Appetit. Ja, schon traurig dieser Anblick von diesem See. Da unten sind Schafe. Deshalb gehen wir jetzt erstmal nicht ans Wasser hier. Ja, brütend heiß, 29 Grad, 9. April, nee, Moment, 8. April, Karfreitag. So, jetzt geht's dann weiter. Schön war's. Unser Wald. Der Taubenwald. Hier ging gleich los. Aber erst noch Morgenwäsche. Ja, nochmal ein kurzer Schwenk. Wir verlassen den Platz. Ja, das Feuer haben wir natürlich nicht genutzt, oder die Feuerstelle. Ja, kurz vorm Aufbruch. Ich muss noch den Bus aufräumen. Ja, nicht groß gefrühstückt, das kommt ja später. Ich habe kein Gas mehr. Kein Spiritus, ja, ein Feuer möchte ich einfach nicht machen. Zwei Tage allein, da hinten Waschstation oder Küche, was auch immer. Ja. Und hier, meine Damen. Ja, Lotti, wie immer, sie wartet drauf, dass der Ball fliegt. Ja, vorne ist noch nicht aufgeräumt. Deshalb zeige ich nur mal da hinten. Ja, da hinten ist noch ein Teil Lebensmittel, Hundefutter und ja. Ja, nichts Besonderes, aber doch ja, liebevoll eingerichtet. Hab gerade alles neu bezogen. Neue Bettwäsche und das ist eben ein Luxus, es ist alles vorhanden. Gut, jetzt muss ich dann irgendwann mal wieder waschen gehen.
Ja, richtig, mit Campingstuhl. Und immer noch alleine. Da unten die Küche. Zeige ich euch irgendwann mal, wie ich am Kochen bin. Ja, ich liebe Bertha mittlerweile. Jetzt geht's dann weiter.